Heute, am 22.06.2023, kam das MaxQDR-Update 22.7 raus und hat uns mehr KI gebracht, aber leider auch weniger Twitter. Mehr dazu in diesem Video. Mein Name ist André und ich werde dir vorstellen, was du Neues mit künstlicher Intelligenz automatisiert im MaxQDR machen kannst, aber auch nochmal kurz auf weitere Änderungen des 22.7-Updates eingehen. Es ist keine zwei Monate her, es war am 26. April diesen Jahres, dass das 22.6-Update von MaxQDR erschien, was AI Assist implementiert hat. Das Tool von MaxQDR, was auf OpenAIs ChatGPT basiert. Und damals habe ich auch noch am gleichen Tag ein Video dazu gemacht, wenn dich interessiert, was als erste AI-Funktion in MaxQDR implementiert wurde. Aber wenn du auch wissen möchtest, wie du eigentlich an die Demo-Lizenz kommst, um AI Assist zu verwenden, dann guck doch nochmal in das Video. ChatGPT guckt, küsst MaxQDR rein. Ich habe dir das auch in der Infocard und in den Shownotes verlinkt. Heute gucken wir uns, wie gesagt, das 22.7-Update an, was sehr schnell kam und uns wieder neue Funktionen liefert. Übrigens, dieses neue Update findet man gerade weder auf dem MaxQDR-YouTube-Kanal, ich denke mal, es spielt mit spätestens morgen Folgen, dass wir hier ein kurzes Vorstellungsvideo des Updates haben. Es gibt aber auch noch keine Meldungen über Social Media, also zumindest jetzt gerade um 12.43 Uhr, wo ich dieses Video in der Mittagspause, willkommen in meiner Mittagspause, aufnehme. Vielleicht heute Abend, wenn du da in sozialen Medien oder auf YouTube guckst, wird man schon was finden, aber gegenwärtig ist das nicht der Fall. Aber an zwei Stellen finden wir schon Infos über das neue Update. Erstens, es gibt die Versionshinweise, die dir auch bei der Update-Ankündigung in MaxQDR gezeigt werden, auch als Webseite. Auch diese Seite packe ich dir in die Videobeschreibung und in die Shownotes rein. Wenn du also detailliertere Infos über Updates haben möchtest, schau mal hier nach. Hier kann man übrigens auch gucken, was so in der Vergangenheit implementiert wurde. Und hier wird man auch feststellen, dass die Geschwindigkeit, in der neue Tools kommen, immer höher wird. Die Abstände immer kürzer, dass durch Updates komplett neue Tools ausgespielt werden. Also, wenn dich das interessiert, kannst du mal in die Versionshinweise reinschauen. Ja, und eine zweite Stelle, wo wir auch schon einen Hinweis aufs neue Update finden, das ist im Benutzerhandbuch, also im MaxQDR Software Manual. Und da gibt es ja ein eigenes Kapitel seit dem 22.6er-Update zu AI Assist, Kapitel 27. Und da haben wir jetzt hier schon diese neuen durch das heutige Update implementierten Möglichkeiten dargestellt. Also, das findest du in der MaxQDR-Hilfe, wie sich das Ganze aus dem MaxQDR-Hilfemenü heraus nennt. Das Hilfemenü MaxQDR zur Erinnerung ist hier oben rechts im Hauptmenü hinter dem Fragezeichen verbunden und von hier aus können wir dann in dieses Handbuch, was ich gerade geöffnet hatte, reinspringen. Ja, gehen wir doch mal auf die Veränderungen ein, die wir hier haben. Schauen wir doch mal, was neu ist im Bereich der AI. Hier haben wir erstens jetzt die Möglichkeit, uns Subcode-Vorschläge machen zu lassen. Oder anders gesagt, wir können jetzt Vorschläge für eine induktive Kategorienbildung machen lassen. Das ist eine Sache, die ich in meinem letzten Video in Bezug auf das 22.6er-Update mir noch gewünscht habe für die Zukunft, dass das auch schön wäre. Und ja, jetzt keine zwei Monate später ist es schon drin. Das gucken wir uns mal an. Das hängt aber zusammen mit einer anderen Neuerung. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, kodierte Datensegmente automatisch in dem sogenannten Segmentkommentar zusammenfassen zu lassen. Das gucken wir uns mal zusammen an, denn das ist ein ähnlicher Klickweg und dafür gehe ich mal kurz in MaxQDR rein. Ich verwende wieder das deutschsprachige mit MaxQDR ausgelieferte Beispielprojekt Klimawandel, was du auch unter Projekte öffnen findest und ja, was sich deshalb ganz gut eignet, weil es auch sehr ein paar einfache, für alle verständliche Themen hat. Zum Beispiel hier das Thema größte Weltprobleme, da ist mal dieser ganze Absatz mit kodiert, wo die befragte Person die aus ihrer Sicht größten Weltprobleme aufzählt und auch begründet und so weiter. Und wenn ich jetzt später vorhabe, diese größten Weltproblemantworten nochmal einer induktiven Kategorienbildung zu unterziehen, also aus den Daten heraus die konkret genannten Weltprobleme als Subcodes meines größten Weltproblemcodes zu erzeugen, dann kann ich hier jetzt AI nutzen, Rechtsklick auf die Kodierung. Hier ist der Eintrag neu, AI Assist Segment zusammenfassen. Dann kommen wir hier in dieses Fenster rein, wo wir die Sprache auswählen und dann sagen, wollen wir eine textliche, inhaltliche Zusammenfassung haben, eine Komprimierung dieses Textes oder wollen wir eine Themenliste haben, die wir dann durchsuchen können, ob da Indizien für eine induktive Subkategorienbildung drin sind. Beides ist ja möglich und ich mache das jetzt mal mit Themenliste und dann dieses Kommentarfenster öffnen. Die AI sagt, Themen sind Energieversorgung, fossile Brennstoffe, Bioenergie, Solarenergie, Wasserstoff. Ja, da kann ich ein bisschen überarbeiten vielleicht. Denn letztendlich, das Thema ist schon Energie, vielleicht auch Energieversorgung, wenn man so will. Aber das andere sind alles Unterthemen. Die kann ich mal vielleicht direkt einklammern.
Aber Energieversorgung, ja, es könnte schon potenziell ein Subcode sein. Klimaveränderungen, ja, so nennt die Person es. Klimawandel würden es wahrscheinlich die meisten nennen. Okay. Ja, Zeitmanagement, Familie, Elektronik, Krankheit. Das ist jetzt nicht so ganz passend. Also Energieversorgung und Klimaveränderungen, das hat schon mal gut geklappt. Hier Zeitmanagement, Familie, Elektronik, Krankheiten. Stimmt zwar, dass das Themen sind, die hier in einem Absatz vorkommen, aber wenn wir uns den Text dazu mal anschauen, der beginnt hier im Hintergrund. Oder dann ist das natürlich so, dass wir auch ein emotionales Problem haben, und zwar ist die Zeit zu schnelllebig geworden. Wir nehmen uns zu wenig Zeit für wichtige Sachen wie Gespräche für Familie, mit Familie ist gemeint, und Diverses. Und die moderne Elektronik, die es so gibt, zum Beispiel Handys klingeln rund um die Uhr und wir kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Das ist auch ein Problem, wo vielleicht auch die eine oder andere Krankheit irgendwo entsteht. Also er nennt es als emotionales Problem und beschreibt es dann als die Schnelllebigkeit der Zeit, die bestimmte Probleme wie zum Beispiel Krankheiten mit sich führt. Hier wird mehr als Zeitmanagement, Familie, Elektronik, Krankheit dargestellt. Ja, sind irgendwie Themen, die darin vorkommen, aber als Weltproblem ausgedrückt sind, die Person es mir wieder gibt, muss ich hier nochmal korrigierend eigentlich eingreifen und sagen, das ist die Schnelllebigkeit. Und dann kann man sagen, drei Codes hätte ich hier drin gesehen und kodiert, die wir jetzt gerade vor uns sehen. Energieversorgung, Klimaveränderung, Schnelllebigkeit. Ja, zwei davon hat Max QDA gefunden. Beim dritten mussten wir nochmal kontrollierend nacharbeiten. Sieht schon mal ganz gut aus. Es soll ja auch nur Ideen liefern. Und wenn ich mit meinen Daten halbwegs vertraut bin, was ich nach dem Codieren ja oftmals bin, dann werde ich dann hier schon, so wie ich es gerade machen konnte, Dinge zuordnen, aussortieren, umbenennen können. Wissen, worauf das eigentlich basiert, was mir hier zusammengefasst wird und wo ich vielleicht nochmal nachkorrigieren muss. Aber daran sieht man auch, dass eben auch mit OpenAI einfach eine Korrektur immer nötig ist. Ja? Und man nicht einfach sich was ausspucken und so verwenden kann. Man muss es dann ausspucken lassen und dann so verwenden kann, man muss es eben auch kontrollieren. Aber schon mal nicht schlecht hier von der Fehlerquote. Wir haben ja quasi sozusagen 66,66% richtig. Wäre das gerade eine Realitätsprüfung gewesen, dann sind wir hier in dem Bereich, der als Methode schon gut gelten würde. Gut, das bestätige ich mit okay. Anderes Beispiel. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in die Update-Übersicht. Da hatten wir eben diese Vorschläge für Subcodes, das haben wir gerade gesehen. Übrigens, ein Wunsch von mir wäre hier noch, könnte man nicht ausgehend von einem ganzen Code größte Weltprobleme auf Basis all seiner kodierten Segmente, zum Beispiel aus der Liste der kodierten Segmente heraus oder vielleicht auch aus dem Code-Memo heraus, für alle Segmente von größte Weltprobleme auf einmal diese Vorschläge herausarbeiten lassen. Das wäre nochmal an Verbi ein schöner Wunsch für die Zukunft. So, aber das haben wir jetzt gerade gesehen, wie das bisher geht. Pro Segment können wir uns Vorschläge herausarbeiten lassen. Diese werden als Kommentar gespeichert. Ach ja, und das sollte ich vielleicht nochmal sagen. Wenn wir dann mal einen Doppelklick auf größte Weltprobleme machen oder auch einfach eine einfache Segmentsuche in der Liste der kodierten Segmente durchführen oder irgendwas anderes machen, was dazu führt, dass wir all die kodierten Segmente dieses Codes sehen, dann sehen wir ja auch die Kommentare hier. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere Vorschläge für die induktive Subkategorienbildung. Schön übersichtlich. Und so können wir jetzt auch überlegen, was sollen dann wirklich unsere Subkategorien jetzt werden. Das ist eine wichtige Liste, um den nächsten Schritt zu machen, zu den induktiven Subkategorien zu kommen. Nochmal hier in die Tabelle oder andere Darstellung aller kodierten Segmente der größten Weltprobleme reingehen. Dann haben wir eine schöne Übersicht und können schön induktive Subkategorien zum Beispiel aus der Tabelle raus direkt bilden. Ja, also das nochmal nachgeliefert und hier die Funktion, dass man sich auch kodierte Datensegmente als Kommentar innerlich zusammenfassen lassen kann. Das ist im Prinzip diese andere Entscheidung gewesen, die hier möglich ist. Nehme ich mal den gesellschaftlichen Einflussnahmetext. Ich mache wieder einen Rechtsklick auf die Kodierung. Ich klicke wieder auf AI Assist, Segment zusammenfassen. Sagt wieder, welche Sprache wir haben. Aber diesmal wähle ich bei Art der Summary nicht die Themenliste, die potenziellen Subcodes, sondern die Sätze, die inhaltliche Zusammenfassung aus. Jetzt arbeitet Max QDA wieder, oder besser gesagt, der ChatGPT-Server wieder ein bisschen. Und da ist die Zusammenfassung. Führung und Weltwirtschaft müssen ethisch und moralisch fair arbeiten, nicht nur gewinnorientiert. Politik soll lenken und kontrollieren, Langfristigkeit statt Gewinnzwang. So. Ja, also das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir haben. Segmente zusammenfassen lassen, textlich, oder auch aus ihnen Themenvorschläge für eine mögliche induktive Subkategorienbildung zu generieren. Dann haben wir noch eine dritte Option im Bereich AI Assist, die neu hinzugekommen sind, ist nämlich, wir können jetzt selektierte Textpassagen zusammenfassen lassen.
Und dafür musst du einfach einen Bereich markieren, einen Rechtsklick auf den Bereich machen, auch wieder AI Assist, Selektion zusammenfassen, klicken, wieder Sprache auswählen und dann sagst du, möchtest du einen etwas längeren, einen kürzeren Text haben oder möchtest du lieber einen Text in Spielstrichen, Stichpunkten haben, alles ist möglich, mach hier mal Text in Stichpunkten. Und da ist es, hier wurde uns bei dieser Funktion das Ganze nicht als Kommentar hinterlegt, wie wir es gerade bei den kodierten Segmenten hatten, sondern hier wird das maskuläre Analyse-Element des Memos verwendet, um die Zusammenfassung zu formulieren. Hier können wir auch längere Zusammenfassungen schreiben und längere Zusammenfassungen, die passen gar nicht in den Kommentar rein. Der ist ja auf 255 Zeichen, glaube ich, beschränkt. Im Memo können wir richtig, richtig viel, ich denke, unlimitiert Text reinpacken und ja, das ist dann eigentlich die bessere Wahl, gerade für längere Zusammenfassungen, aber auch hier, wenn wir mit Spiegelstrichen arbeiten wollen, das geht gar nicht im Kommentar, das geht technisch nur im Memo. Also, da haben wir jetzt ein Memo dran, was diese Zusammenfassung beinhaltet. Das sind die neuen Funktionen, die wir haben im Bereich von AI Assist. Und jetzt müssen wir aber auch noch mal kurz leider darüber sprechen, was ist los mit dem Twitter-Datenimport. Der wurde annulliert oder deaktiviert oder rausgenommen durch das 22.4er-Update. Und wenn man jetzt mal ins Import-Menü anguckt, dann sieht man, hier ist einfach jetzt kein Twitter-Datenimport mehr drin. Sowohl in den Versionshinweisen, als auch wenn wir mal ins maskuläre Handbuch auf die Seite für Twitter-Daten gehen, finden wir den Hinweis, dass seitens Twitter die API geändert wurde. Und eine API ist ja eine Serverschnittstelle, also quasi das, was maskuläre die Möglichkeit gibt, vom Twitter-Server Daten abzugreifen. Das wird von Twitter bereitgestellt oder geöffnet, sagen wir mal, oder auch eben geschlossen. Und jetzt gab es Änderungen auf Seiten von Twitter, was diese API, diese Serverschnittstelle angeht, wodurch die Daten jetzt nicht mehr importiert werden können. Das ist so der Hintergrund, ist für mich neu gewesen, ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es gerade aber mal gegoogelt und finde dann im Bereich News auf jeden Fall aus Februar, März viele Beiträge, Zeitungsartikel, die sich damit beschäftigen, was geplant ist und wieder zurückgerufen wird, was diese API betrifft. Öfter lese ich da Musk-Entscheidung. Musk! Ja, mehr kann ich da gar nicht zu sagen, aber gegenwärtig gibt es kein Twitter-Import mehr. Was in Zukunft sein wird, keine Ahnung. Aber mal eine Idee fürs MaxQDA-Team. Es gibt auch die API-Möglichkeiten für die Forschung, also sich für die Forschung bei Twitter zu bewerben, um Daten ziehen zu können. Ich weiß nicht, ob das jetzt neuerdings auch eingeschränkt wurde. Das wurde ja erst vor wenigen Jahren so formalisiert geschaffen. Könnte man nicht hier einfach eine Schnittstelle schaffen, dass Leute, die direkt von Twitter ihre Daten beziehen, die hier einspeisen können und das dann im Analysemenü mit dem tollen Tool Tweets analysieren, analysierbar wäre. Das wäre ja eine Möglichkeit, hier die Twitter-Analyse zu retten. Gut, das war eine Frage ans MaxQDA-Team. Für dich als Nutzer, weißt du, du kannst momentan noch Twitter-Daten analysieren, wenn du schon welche vom Server geholt hast, aber du kannst keinen neuen vom Server holen. Ja, traurige Nachricht, was das angeht. Sonst haben wir ja noch einige Verbesserungen drin in diesem MaxQDA-Update, auch eine ganze Reihe von Fehlerbehebungen, aber da gehe ich jetzt gar nicht ins Detail rein. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, schau dir die Release-Notes an. Link zu dieser Seite mit dem Überblick war ja in der Videobeschreibung und in der Infocard verlinkt. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich habe lange keine Update-Videos zu MaxQDA gemacht, weil sie auch einfach wenig geklickt werden mit die am wenigsten geklickten Videos. Ich habe früher mal eine Weile versucht, immer wenn Updates rauskamen, was auch neue Funktionen implementiert hat, ein Video zu diesem Update zu machen, oftmals auch am Tag des Updates selbst, damit Leute, die bei MaxQDA am Ball bleiben wollen, also intensive Nutzerinnen in Forschungsprojekten und sowas, nicht unbedingt Leute mit einer Bachelor- und Masterarbeit, dass Leute, die intensiv mit MaxQDA arbeiten, immer direkt informiert werden, wenn was Neues kommt, wo ich die Funktion vorgestellt habe, sie auch kommentiert habe und so weiter. Ja, wenn dich das interessiert, dass das wieder regelmäßiger stattfindet. Ich habe jetzt zwei solcher Videos wieder gemacht und wenn sie in Zukunft dauerhaft, wenn neue Funktionen implementiert werden, stattfinden sollen, dann schreib es mir doch mal bitte in die Kommentare rein. Like da lassen sowieso, wenn es dir irgendwie geholfen hat. Ich wünsche dir jetzt wie immer vorschlagen und erfolgreich. Alles Gute dir. Ciao, ciao.